Hi ihr Tierfreunde und willkommen zum nächsten Wunschzettel-Video. Ja, mal schauen, was diesmal wird. Die Box sieht so groß aus, aber eigentlich sind da bloß 20 Wünsche drin oder so. Also ihr könnt mir ruhig noch ein paar Sachen schicken. So, mal schauen. Ja, ein Wunsch von Fiuma. Oder Fijuma, wie auch immer. Sieht echt verdammt lecker aus. Ich hätte auch noch einen neuen Zutatenwunsch bereit. Mango, Seidentofu, Haferflocken, Zimt, Kokos. Okay, das klingt auf jeden Fall exotisch, sag ich mal. Ja, mal schauen, was daraus wird. Dann für euch bis gleich, für mich wieder bis irgendwann. Tschüss. Hi Leute und willkommen zurück. Ja, heute gibt es mal eine andere Kameraposition, da der kleine Milan es ziemlich gerne hat, am Stativ rumzuspielen. Und ja, der Wunsch von Fijuma besteht immer noch aus sage und schreibe 5 Zutaten. Und zwar waren das Mango, Seidentofu, Haferflocken, Zimt und Kokos. Und ja, da habe ich eine Idee für einen schönen Apple Crumble mit einer karamellisierten Mangocreme. Okay, los geht's. So, für den Crumble braucht ihr erstmal eine Banane. Das sind jetzt bei mir ungefähr 80 Gramm. Die könnt ihr gleich am besten in einer Schüssel einfach schön zermatschen. Dann kommen dazu 100 Gramm Haferflocken. 100 Gramm Kokosflocken, 1 Teelöffel Zimt, 40 Gramm Ahornsirup und das Ganze könnt ihr jetzt zu einem schönen Teig verkneten. So, und schon ist euer Crumble-Teig fertig. So, dann braucht ihr ein paar Äpfel. Ich habe jetzt hier 4 Stück. Wie viele Äpfel ihr im Endeffekt nehmt, ist eigentlich eure Sache. Also ihr könnt auch mehr nehmen und dann habt ihr halt quasi weniger Teig auf mehr Äpfel. Oder halt sogar noch weniger. Das ist im Grunde euch überlassen, wie viel ihr da benutzt. Ich viertel die Äpfel jetzt erstmal. Und dann schneide ich sie in relativ dünne Streifen. Also wenn ihr ungefähr solche Stückchen habt, dann ist es genau richtig. Und die Äpfel könnt ihr dann ganz einfach in so eine Auflaufform schichten. Ungefähr so. Und in der Zwischenzeit ist euer Crumble-Teig auch noch ein bisschen nachgezogen. Also die Haferflocken haben jetzt ein bisschen von der Flüssigkeit aufgenommen. Und den Teig könnt ihr jetzt ganz locker über euren Äpfeln verteilen. Und das kommt jetzt ungefähr bei 165 Grad in den Ofen. Ich habe den Ofen jetzt übrigens nicht vorher vorgeheizt. Also wenn ihr das bei euch macht, dann wird sich die Backzeit auf jeden Fall noch ein bisschen verringern. So, dann geht's an die Mangocreme. Dafür braucht ihr 250 Gramm pures Mangofleisch. Also müssen wir die Mango erstmal schälen und klein schneiden. So, die beiden Hälften reichen jetzt bei mir. Und auch hier könnt ihr wieder mehr nehmen, wenn ihr möchtet. Das würde ich allerdings zu dem Teil packen, den ihr in Würfel schneidet. Also ich werde hier einen Teil mitkochen sozusagen und pürieren und den anderen Teil in Würfel schneiden. Dann braucht ihr jetzt einen höheren Topf und ca. 85 Gramm Zucker, das sind ca. 4 Esslöffel. Und den Zucker könnt ihr dann erstmal vorsichtig karamellisieren lassen. Nebenbei könnt ihr euch schon mal was anrühren. Ich habe hier 150 ml Wasser und einen halben Esslöffel Stärke. Das könnt ihr schon mal schön verrühren. So, jetzt fängt der Zucker an, schon so langsam zu karamellisieren. Und kurz bevor es zu dunkel wird, werden wir jetzt gleich die Flüssigkeit reingeben. So, dann könnt ihr jetzt die eine Hälfte der Mango dazugeben. Außerdem einen halben Teelöffel Kardamom. Und das Ganze könnt ihr jetzt auf relativ hoher Stufe so ca. 8 bis 10 Minuten köcheln lassen. Das waren jetzt ungefähr 9 Minuten kochen. Und man merkt dann auch an den Blasen, das wird dann auch schon richtig dick. Das könnt ihr jetzt quasi erstmal vom Herd nehmen und ein bisschen abkühlen lassen. So, zwischenzeitlich sollte der Crumble jetzt auch schon fertig sein. Der war jetzt ungefähr 25 Minuten im Ofen. Ja, der sieht da super aus. Hier könnt ihr übrigens auch mit der Temperatur so ein bisschen spielen.
Also entweder höhere Temperatur und ein bisschen kürzer drin lassen, dann sind eure Äpfel halt ein bisschen fester am Ende. Oder eine niedrigere Temperatur und länger drin lassen, dann sind die halt auch so richtig schön weich und matschig zum Schluss. Aber das könnt ihr ja für euch selbst entscheiden. So, jetzt braucht ihr einen Mixer oder einen Pürierstab und euren Seidentofu. Das hier sind jetzt 400 Gramm. Von dem habe ich jetzt schon ein bisschen die Flüssigkeit ablaufen lassen. Der kann erstmal in den Mixer rein. Und dazu kommt jetzt eure karamellisierte Mangosoße. Und das wird jetzt ganz einfach schön fein püriert. Und das könnt ihr jetzt ganz einfach in eine Schüssel geben. Und dazu kommt jetzt noch der Rest der Mango. Den könnt ihr noch ganz schnell in Würfel schneiden. So, einfach zur Mangocreme dazugeben. Und unterheben. So, und fertig ist eure karamellisierte Mangocreme. Die könnt ihr jetzt nochmal in den Kühlschrank stellen. Dadurch wird sie nochmal ein bisschen cremiger und fester. Und wie ihr seht, die ist jetzt schon richtig schön fluffig und luftig. So, und den Apple Crumble lasse ich jetzt ebenfalls nochmal ein paar Stunden abkühlen. So, wie ihr seht, die Mangocreme ist echt ein bisschen fest geworden. Und richtig schön cremig jetzt. Ja, das ist mal ein Crumble der etwas anderen Art, denn wie ihr vielleicht wisst, wird es ja normalerweise mit Mehl, Margarine und Zucker gemacht. Also die Decke oben drauf. Deswegen mit Haferflocken und Kokosflocken, finde ich, ist es einfach mal was ganz Besonderes. So, mal kosten. Also ich finde es echt lecker. Ich hätte auch erst gedacht, dass das ein bisschen zu trocken wird, weil ja in dem Crumble selber keine Soße oder ähnliches drin ist. Aber wenn man die Äpfel mit den Haferflocken und Kokosflocken zusammen isst, es ist wirklich perfekt. Und die Mangocreme, ist so super lecker. Die ist jetzt zwar von der Farbe nicht wirklich perfekt, weil sie so ein kleines bisschen bräunlich ist, was auch einfach am Karamellisieren liegt. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen so wirklich das gewisse Etwas. Und diese Crumble-Stücke könnt ihr übrigens super da eintunken. Passt klasse zusammen. Ja, das ist erstmal ein Dessert der etwas anderen Art. Und es ist jetzt nur teilweise ohne Zucker. Denn in der Mangocreme ist halt der karamellisierte Zucker drin. Aber wenn ihr alles jetzt gerne ohne Zucker haben möchtet, dann könnt ihr auch den Zucker durch Ahornsirup ersetzen. Und das Karamellisieren ganz einfach weglassen. Ja, vielen Dank an Fijuma für diesen tollen Zutatenwunsch. Und wenn ihr noch andere Wünsche habt, dann schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Die landen dann auch gleich in der Losbox fürs nächste Mal. Ja, ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!